Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Steller. Ich arbeite bei der IBIS Professor Thome AG und wir begrüßen Sie heute zu unserem Webinar Three or Four Lines of Defense. Macht das wirklich einen Unterschied? Im Laufe der letzten Jahre hatten wir unterschiedliche Webinare, die sich mit Themen beschäftigt haben, wie Unternehmensvergleiche, auch Organisationsvergleiche. Wir haben uns beschäftigt mit Benchmarks, mit dem Sub-Solution Manager, mit Analysen in diesem Umfeld. Wir haben uns mit dem Thema ja, Machbarkeit oder ja, ROI-Betrachtungen für die Implementierung von SAP HANA beschäftigt. Und vor kurzem auch noch genau in diesem Umfeld im Bereich HANA mit der Simplification List. Greenfield, Brownfield-Ansatz und heute haben wir eben ein anderes Thema gewählt aus dem Bereich Compliance. Da freue ich mich ganz besonders, den Kollegen Marlon Füller zu begrüßen. Bevor ich jedoch, hallo Marlon, sei gegrüßt, Hallo. bevor ich jedoch darauf eingehe, noch ein paar organisatorische Hinweise. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Wir werden dann im Nachgang an dieses Webinar den Link zur Aufzeichnung sowie die Folien, die wir hier zeigen werden, zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich stehen wir auch für Fragen zur Verfügung. Da gibt es ein extra Feld dazu, wo Sie die Fragen stellen können. Zögern Sie nicht, stellen Sie Fragen. Wir werden Sie dann im Anschluss an das Webinar entsprechend beantworten. Ja, ich hatte es erwähnt, wir beschäftigen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen im Bereich von SAP-Nutzungsanalysen. Und was ja immer wieder aufkommt, das Thema, ja, ich umschreibe es jetzt mal so mit Audit, interner Audit, das Thema Compliance. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe mir das Thema Three Lines of Defense auch kurz angeschaut. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier die vierte Linie ist. Marlon, sei gegrüßt. Du darfst loslegen, Feuer frei. Hallo, ja, auch von meiner Seite. Ich hoffe, man versteht mich gut, weil das Mikrofon ein bisschen weiter weg ist. Ansonsten würde ich jetzt gleich beginnen. Ich würde zu meiner Person jetzt gar nicht mehr viel sagen. Steht ja alles dabei und Sie kriegen die Folien ja sowieso. Nur vielleicht zur Vergangenheit. Also ich beschäftige mich mit den Compliance-Thematiken jetzt seit circa 15 Jahren. Im Rückblick wird es immer länger, 15 Jahre und insbesondere natürlich auch jetzt vermehrt die letzte Zeit so ein bisschen mit den Three Lines of Defense, insbesondere deswegen, weil das Thema doch immer wieder jetzt auftritt, nachdem es, ich denke so 2013, immer weiter offiziell in die Auditgremien getragen wurde. Dementsprechend im Prinzip unsere Agenda, wir wollen im Prinzip kurz mal darauf eingehen, was sind überhaupt die Three Lines of Defense? Was ist denn die Grundidee? Was ist wichtig? Was wird unserer Meinung nach benötigt, ja, also um dieses ganze Konstrukt zu unterstützen? Und zu guter Letzt, denke ich mal, ist es eher eine Diskussion als eine Fragenrunde, weil Fragen können Sie natürlich auch während des Webinars stellen. Hoffe ich, dass Sie viele, viele Fragen haben und dass wir eine gewisse Diskussion auch anregen können. Erster Punkt, was ist es? Wie Sie vielleicht gleich mal raushören. Wir hätten auch ein Bild von dir nehmen Wir können. hätten auch ein Bild von mir nehmen können, die Taschentücher liegen bei mir parat. Es ist im Prinzip so, wir haben Herbst, wir haben wieder Grippezeit, Erkältungszeit und wenn man eine kleine Tochter hat, dann hat man das auf jeden Fall jedes Jahr. Ich zumindest. Und seit gestern bin ich auch wieder im Stadium, dass ich wie so ein Mann halb sterbend dabei bin mit der Erkältung. Obwohl, und das ist ja das Entscheidende, ne, das ist jetzt, soll jetzt nicht ganz themafremd sein, wir die sogenannten Three Lines of Defense auch als Immunsystem haben. Das heißt, unser Körper hat im Prinzip mehrere Ebenen, mehrere Komponenten, die gerade jetzt zum Beispiel im Herbst aktiv werden, um den Risiken sich entgegenzustellen. Sowohl auf allgemeiner Ebene, das heißt Haut, Darmflora, wie auf zellularer Ebene und eben auch im Bereich der Körperflüssigkeiten. Also drei Ebenen, die das Immunsystem bilden, die aber im Großen und Ganzen nur aktiv oder sinnvoll aktiv sind, wenn sie effektiv zusammenspielen. Für sich alleine genommen haben sie im Prinzip wenig
dem Ganzen entgegenzustellen. Ich weiß jetzt nicht, was bei mir versagt hat, aber diese Grundidee, ja, ist natürlich eine schöne Idee, die auch so im Unternehmen stattfinden kann. Und diese Three Lines of Defense, wie sie jetzt eben im Immunsystem heißen, gibt es jetzt eben seit geraumer Zeit auch in dem Unternehmensumfeld im Bereich des Audits. Und dort ist es im Prinzip so, also wenn wir uns mal ein bisschen so die Historie anschauen in die letzten Jahre, dann spätestens seit 98, seit wir sozusagen unser Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich haben, das heißt seitdem im Prinzip auch gesetzlich verankert ist, dessen Verantwortungsbereich für das Risiko in Unternehmen im Rahmen der Geschäftsleitung im Bereich der Vorstandschaft angesiedelt wird, das heißt die Verantwortung auch dort zu sehen ist. Aber auch wenn wir jetzt aus persönlicher Erfahrung die letzten 10 Jahre die Projekte begutachten, die wir so im Unternehmen machen, dann nimmt dieses Thema Governance, Risk and Compliance einen erhöhten Stellenwert ein. Ja, insbesondere ein Thema, das jetzt auch ins Management getragen wird. Was man bei der ganzen Sache vielleicht aber auch noch beachten sollte, ist, dass es nicht nur um Risiken geht, sondern ein Unternehmen existiert ja prinzipiell, weil es bestimmte Chancen ergreifen will. Und da ist immer die Frage, inwieweit so Chancen, die immer mit Risiken behaftet sind, man eine bestimmte Chance ergreifen soll, also so eine Abwägung, eine Trade-off-Entscheidung hat zwischen Chancen und Risiken. Und auch das ist ein interessanter Punkt, der eben in diesem Modell berücksichtigt wird, auf das wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer eingehen. Grundsätzlich ist dieses Modell ja wirklich ins Leben gerufen worden ab 2006. Da gab es die 8. EU-Richtlinie. Und in dieser Richtlinie ist es prinzipiell so, dass eben auch ein Risikomanagement verankert wurde, das relevant wird für Unternehmen. Das heißt, die Möglichkeit, das Risikomanagement zu verankern, ein Audit zu ermöglichen, wurde hier relativ stark in diesen Positionspapieren breitgetreten und kam dann über die Jahre in all den Gremien, die insbesondere im Auditbereich und im Risikomanagementbereich aktiv sind, das heißt sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene und natürlich auch im deutschen Element, das heißt dieses Deutsche Institut für interne Revision, also das DIIR, auch das hat dieses Three Lines of Defense Modell aufgegriffen, weil es eben doch ein sehr generisches, sehr holistisches, also ein ganzheitliches System ist, das unabhängig jetzt von der Unternehmensgröße und von der Branche anwendbar ist. Also ein ganz interessantes Modell. Ja, 2006, also sozusagen so wirklich mal ein richtiger Ursprung, der das Ganze breitgetreten hat. Jetzt habe ich mir überlegt, na, wie erkläre ich dieses Modell vielleicht am besten? Und 2006 kommt einem natürlich dann gleich mal das Sommermärchen in Deutschland in den Kopf. Das heißt, wenn wir über dieses Zusammenspiel sprechen, dann ist ein entscheidender Punkt, dass es nicht darauf ankommt, so wie auch im Körper, dass die verschiedenen Komponenten einzeln für sich dastehen, sondern dass wir hier wirklich ein komplexes Zusammenspiel in diesem Unternehmen haben. Dass wir also versuchen, diese Verteidigungslinien, diese Three Lines of Defense, so zu organisieren, dass sie erstmal für sich alleine einen Mechanismus haben, um gegen mögliche Risiken angehen zu können, aber insbesondere im Zusammenspiel effektiv und effizient werden. Ja. Und wenn wir uns jetzt eben die erste Ebene anschauen, diese erste Ebene, das sogenannte operative Management, das also wirklich an den Geschäftsprozessen oder an den Wertschöpfungsketten dran ist, dann spricht man hier von der ersten Verteidigungslinie. Und das ist, da müsste man fast das Risiko noch ergänzen mit Chance, denn das ist wirklich der Bereich, der sozusagen entscheiden muss. Was ist eine Chance, was ist ein Risiko, gehe ich das Ganze ein? Also diese Trade-off-Entscheidungen treffen muss. Und das ist im Prinzip auch dort, wo wir erstmal die Verantwortung verankern. Die erste Linie. Und wenn wir jetzt wieder auf unser Sommermärchen zurückkommen, dann gibt es ein entscheidendes Spiel. Ja. Das ist schon 10 Jahre her inzwischen. Ne? Ja, das ist aber, ich spanne den Bogen auch zur aktuellen Weltmeisterschaft dann später. Aber im Prinzip ist es so, schöner Punkt gewesen, auch im Fußball, wie vorhin gesagt, alles muss harmonieren, dass wir entsprechend agieren können. Aber die erste Linie, die erste Verteidigungslinie ist immer
der Torwart, ja, und die Spieler, die operative Management. Wir haben da eine zweite Linie, auch später im Unternehmen, das sogenannte funktionale Management. Das heißt, das ist eine Ebene, die sehr nah an dem operativen Management dran ist, ja, an den Personen, die also wirklich aktiv im Geschäft sind, die aber primär eben eine unterstützende Funktion haben, die primär kontrollieren, unterstützen oder aber auch diese erste Linie trainieren, ausbilden, eine Aufsicht haben. Wir haben ja aber ein sehr enges Verhältnis zwischen diesen beiden Teilen. Und als letztes Element, die sogenannte Third Line of Defense, haben wir noch eine unabhängige Instanz. Das ist dann, wo wirklich wir sagen, da ist jetzt der Audit. Ja? Und zwar jetzt erstmal normalerweise der interne Audit. Wir haben also wirklich eine Stabsstelle, die sich darum kümmert, dass wir ein unabhängiges Sicht auf unser operatives, funktionales Management haben. Das heißt, wir sind auch nicht mehr so nah dran und versuchen einen ganzheitlichen Blick auf Compliance-Regeln, auf Risikomanagement zu haben. Das sind die sogenannten Three Lines of Defense. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, jetzt nochmal, wie sie abgebildet werden, standardmäßig auch für Unternehmen, dann haben wir eben die First Line of Defense, das operative Management. Ganz wichtig, weil hier eben auch der Trade-off zwischen Risiko und Chance ist, weil wir hier sehr nah dran sind am wirklich operativen Geschäft. Wir tragen die Verantwortung und wir müssen schauen, dass das Ganze effizient abgebildet wird. Zweite Linie, die zweite Linie, das sogenannte funktionales Management, das erinnert sich, Trainer, der Stab außenrum, schaut darauf, dass er eben die Aufsicht hat, die Kontrolle und unterstützend tätig ist. Also nicht nur eben für eine Abteilung, für einen Prozess, die darauf die Augen wirft, sondern eben schaut, wir brauchen das Ganze einheitlich, wir müssen es beständig haben. Wir haben hier normalerweise verschiedene Einheiten, Compliance, Risikomanagement, Identity Management, die sich darauf fokussieren, die da wirklich auch das Know-how-Träger sind und dementsprechend auch diese Informationen weitergeben können und sehr eng eben mit der ersten Linie zusammenarbeiten. Und dann in der Third Line of Defense, die so ein bisschen unabhängig ist, haben wir im Prinzip jemand, der so eine ganzheitliche Sicht hat. Und Sie sehen, was auch noch wichtig ist, wir haben natürlich auch die Notwendigkeit, dass entsprechend berichtet wird. Das heißt, insbesondere die zweite und die dritte Linie berichten dann an den Aufsichtsrat, an ein spezielles Komitee, das ja auch verlangt wird, ein sogenanntes Audit-Komitee, um hier eine Kontrolle, also eine Stabsstelle auch zu gewährleisten. Und natürlich auch die erste Linie, die normalerweise an die Geschäftsleitung das Ganze weiterträgt. Ich grätsche da mal dazwischen, um in der Sprache zu bleiben. Ist es aber nicht eher etwas für, sage ich mal, größere Unternehmen? Oder muss ich mir das vorstellen, dass das mehr oder weniger verpflichtend oder jedes Unternehmen, egal welcher Größenordnung, haben sollte? Also ich denke, dass man das grundsätzlich unabhängig von der Größenordnung aufstellen kann. Insbesondere wenn wir uns die ersten beiden Linien anschauen, dann bedeutet das ja nicht. Da bedeutet es ja primär, wir haben jemanden, der sitzt wirklich an der Wertschöpfungskette oder am Prozess, ist ein Process Owner oder Business Unit Owner. Also hat er einen Geschäftsbereich unter sich und da sitzt dann im Prinzip auch wirklich jemand, dem wir die Verantwortung sozusagen erstmal geben, dem wir aber auch ein unterstützendes Element mitgeben müssen. Und dann sind wir jetzt bei der zweiten Linie, das sollte man prinzipiell noch im Unternehmen versuchen zu verankern. Okay. Die dritte Linie, internes Audit, ist sehr oft auch ausgelagert, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Ja. Also internes Audit, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die vierte Ebene gehen, von der manchmal gesprochen wird, also das ist jetzt vielleicht dann auch ganz interessant, wir sprechen sogar von Three Lines of Defense. Teilweise wird auch von der vierten Linie noch gesprochen, wenn wir separat betrachten wollen, dass es eben auch externe Instanzen gibt, die ich eben dann dazu nehme, um sozusagen diese Verteidigungslinien auszubauen oder ein notwendiges Know-how oder auch eine Unabhängigkeit mit einzutragen, wird teilweise auch vermischt. Deswegen, es ist prinzipiell, weil das die Ursprungsfrage ist, ob es jetzt einen großen Unterschied macht, im Prinzip für das Modell erstmal nicht von großer Relevanz, ob ich es jetzt in die dritte Linie mit reinnehme und sage, das ist internes und externes Audit, oder ob ich es jetzt separat betrachte, sage, jetzt habe ich eine vierte Linie. Relevant ist hier eigentlich der Grundgedanke, dass dieses Modell
noch nicht endgültig ist. Ja, wir haben diese Three Lines, okay. aber wir haben immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir brauchen von extern gewisses Know-how oder wir lagern bestimmte Dinge aus. Das müssen jetzt eben nicht nur das externe Audit sein, typische Wirtschaftsprüfungsaktivitäten, sondern es kann natürlich auch ein Datenschutzbeauftragter sein, den ich von außen dann entsprechend mit reinziehe. Also ich stelle dann von einem 4-3-3-System auf ein 4-2-3-1-System. Richtig, in der Sprache bleiben, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber da ist eine gewisse Flexibilität vielleicht dann manchmal möglich, auch während des Spiels. Ja, manchmal auch während dem Spiel. Okay, was ist wichtig? Ja, also was ist wirklich wichtig, ist von der Zielsetzung, um das Ganze mal zusammenzufassen. Und das ist, denke ich, auch das Schöne und eine Essenz aus diesem Modell ist, dass wir sollten klare Verantwortlichkeiten definieren, sollten aber auch diese möglichst an, sagen wir mal, an das wirkliche Geschäft, an die vorderste Front setzen und das Ganze in System einbinden, das es ermöglicht, eine Unterstützung zu gewährleisten, einen ganzheitlichen Überblick und dann wirklich ein Zusammenspiel auch. Und dieses Zusammenspiel ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf mein Beispiel mit der Weltmeisterschaft, dann erinnern sich, hoffe ich, die meisten zumindest noch daran, dass dieses legendäre Elfmeterschießen, das wir hier sehen, gegen Argentinien gewonnen wurde. Aber ein Punkt, der jetzt auch im Deutschen Museum, im Deutschen Fußballmuseum zu finden ist, ist so ein kleiner Zettel, den eben der entsprechend unser Torwart bekommen hat. Und auf dem stand, in welchen Bereichen die jeweiligen Schützen normalerweise schießen, also schießen sie oben links, unten rechts. Das hat der Leben da was bekommen und wenn wir dann noch mit dieser roten Jacke, schwarzen Hose sehen, der das Ganze übergibt, das war der Herr Köpke, den wir vorher schon gesehen haben, die zweite Linie, ja, die ihm diese Informationen weitergibt, haben und in der Regel eben auch intensiv im Einsatz haben, hat zur Folge, dass wenn wir uns GRC-Bereiche ansehen, das einer der wesentlichen Punkte ist. Denn wenn ich irgendwo Geschäftsprozesse manifestiere oder wenn ich Risikopotenzial habe, weil eben ganz spezielle Unternehmensdaten dort gelagert sind, dann ist es eben in dieser ERP-Lösung, die zumindest so ist der Trend, in der Regel auch sehr zentral gelagert ist. So, das bedeutet für uns jetzt, von unserem Gesichtspunkt, wenn wir uns auch Three Lines of Defense anschauen, dann müssen wir überlegen, was brauchen wir und was können wir tun, um auch diese Linien zu unterstützen in der heutigen Zeit, in der alles sehr stark datengetrieben ist und alles sehr stark durch die Informationstechnologie. Du sagst, was benötigt oder wer fragt nach? Das Unternehmen oder geht es auch von der Beraterseite her, um Unternehmen zu unterstützen? Also primär geht es darum, dass wir wirklich, wenn wir jetzt dieses Modell implementieren möchten in unser Unternehmen, dann ist eins der wesentlichen Kriterien, dass ich diese Verantwortlichkeiten benenne, dass ich aber auch diese verschiedenen Ebenen, diese Linien von der ersten bis zur dritten oder bis zur vierten auch mit den nötigen Informationen versorge. Taktikbesprechung. Taktikbesprechung. Oder dass ich diesen Handzettel, den eben der Herr Lehmann bekommen hat, bekomme, sodass ich weiß, wo könnten Risiken auftreten und dann in der Lage bin, besser zu entscheiden, wie es, denke ich mal, gang und gäbe ist. Also, dass ich eine Informationsbereitstellung wirklich habe, so wie es eben früher war. Sie erinnern sich, 2006 war es eben jetzt noch auf der Ebene. Und auch selbst im Fußball sind wir jetzt weitergegangen. Das heißt, im Fußball ist es dann heute so. Ja? Mhm. Deutsche Fußballnationalmannschaft, WM 2006, 2014, unterstützt auch durch Informationsbereitstellung SAPHANA jetzt eben. Das heißt, was Sie hier sehen, sehen Sie jetzt eben, was wie es auf dem Zettel war. Nur Sie sehen angedeutet, der Marek Hamšík, okay, wird schießt in der Regel unten links in die Ecke oder vom Tor aus gesehen unten rechts. Das heißt, diese Informationen und viele weitere werden jetzt heutzutage im Fußball verwendet. Da ist ja noch eine weitere Information, dass das auch sozusagen vollständig ist über alle Spieler, weil wenn ich nicht zurückgucke, den letzten Elfer hatte der Campiasso verschossen, der war auf dem Zettel gar nicht drauf. Ah, okay. Richtig, der ist eingewechselt worden und der eingeschießen soll und ist ausgewechselt worden. Aber hier bin ich halt auch vollständig. Ne? Ich habe einen Ausdruck, das wurde vorher analysiert und ich sehe alle Spieler
Egal, ob er schießt oder nicht. Ja. Also großer Vorteil, ja, der Informationsbereitstellung. Und wurde auch intensivst genutzt. Ja. Vielleicht sind wir deswegen auch Weltmeister geworden. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir sicherstellen möchten, dass diese verschiedenen Ebenen gut arbeiten und wir wissen, dass die wesentlichen Kriterien natürlich nicht nur in dem ERP-System lagern, aber dort auch wesentliche Informationen sind, dann ist es eben wichtig, dass diese verschiedenen Linien auch entsprechend mit Informationen gefüttert werden. Das heißt, in der ersten Linie, wo ich im operativen Management bin und vielleicht für einen bestimmten Prozess verantwortlich bin, brauche ich dann eben die sogenannten Informationen für diesen Prozess, und zwar im Hinblick auf Risiko, auf Identity Management, auf Compliance. Die zweite Linie, die ja im Sinne funktionaler Einheiten, sagen wir mal, fachliches Know-how, also sagen wir mal eine Risikoabteilung ist, dann brauche ich dort nur, aber über alle Prozesse hinweg, also über alle ersten Linien, die Informationen für das Risikomanagement. Und natürlich haben wir in der dritten, noch so einen globalen View, diese dritte Linie, diese unabhängige Instanz, braucht natürlich auch ein Gesamtbild und meistens dann allerdings aggregierter als eben die erste Linie, wo es sehr detailliert sein muss oder eben nur in Bezug auf bestimmte Alarmsignale. Und diese Systemanalysen sind, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, so wie alle Analysen heutzutage das sind. Ich gebe da jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele, woran man solche Sachen festmachen kann. Es gibt verschiedenste Analysemöglichkeiten. Eine ist eben die RB Plus Compliance. Und über die ist zum Beispiel einfach auch möglich zu ermitteln, das Lizenzpotenzial. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das für ein Risikopotenzial? Aber wenn Sie sich überlegen, Sie sind verantwortlich für eine Abteilung, bekommen Sie in der Regel auch von Ihrer IT-Abteilung eine Rechnung. Ja? Und die ist bezogen eben auf Ihre Lizenzen, die Sie veranschlagen. Und wenn jetzt eben zum Beispiel mal eine Systemvermessung kommt, das heißt, Ihr Softwareanbieter macht nichts anderes, als schaut nach, ob das wirklich relevant ist, was Sie hier haben, und es kommt heraus, dass es viel zu wenig ist und Sie wissen das nicht, dann haben Sie plötzlich ein erhebliches Problem. Wenn wir im SAP-Bereich sind, sprechen wir gleich und relativ schnell von mehreren hunderttausend oder Millionen Euro, die dann entsprechend zu beachten sind. Das heißt, wir haben plötzlich doch für das ganze Geschäft ein riesiges Risikopotenzial. Und je eher ich eben über bestimmte Informationen Bescheid weiß, je eher kann ich das natürlich einkalkulieren, so wie ich eben auch einkalkulieren kann, 90% schießt der Schütze nach unten rechts, dann ist die Chance relativ groß, dass ich mich da hinspringe und vielleicht auch den Ball halte. Das sind jetzt hier unterschiedliche Lizenzmodelle der SAP, wenn ich das richtig sehe. Genau, also das ist jetzt eben für das SAP-System die verschiedenen Lizenztypen nur als Beispiel dargestellt, aber eben einfach auch um zu vermitteln, dass so einfache Dinge wie Lizenzen, an die man zuerst nicht groß denkt, auch ein erhebliches Potenzial birken, um plötzlich ein Risiko darzustellen für mein Geschäftsumfeld. Natürlich gibt es auch noch andere Bereiche, die einem normalerweise im Rahmen des Risikomanagements oder im Rahmen der Compliance relativ schnell einfallen. Das sind sogenannte Segregation of Duties, das heißt Funktionstrennung. Das habe ich meine Geschäftsprozesse, und jetzt wird es relevant sofort für die erste Linie. Das heißt, habe ich als Prozessverantwortlicher einen Prozess definiert, der auch so den Funktionstrennungsprinzipien, die durch mein Unternehmen oder andere Regularien vorgegeben sind, auch entsprechend dem entspricht, sodass ich nicht später erst durch externe Audits darauf hingewiesen werden muss, sondern eben relativ schnell darauf reagieren kann. Das heißt, hier bin ich sehr stark in der ersten Linie eigentlich, um das Ganze im Detail mir anzusehen und zu schauen, ob mein Prozess auch sauber geschnitten ist. Anzahl Benutzer mit Verletzung. Passt zum Thema. Anzahl Benutzer mit Verletzung passt wieder zum Thema, genau. Richtig, ja. Also gemeint sind ja Funktionstrennungsverletzungen, ja. Genau, also ich kann etwas bestellen, kann es kaufen und kann es dann verbuchen entsprechend. Ja. Ja, also solche Dinge, wenn zu viel Macht einfach in einer Person gebündelt ist. Also ich kann diese Sachen relativ einfach eben über meine heutigen Systeme unterstützen. Das heißt, dieses ganze Prozedere, diese Three Lines of Defense ist ein Modell, ist ein generisches Modell, das ich implementiere in meinem Unternehmen, das in der Regel, und zwar jede einzelne dieser Linien, auch sehr softwareunterstützt arbeitet. Erste Linie Prozesse, zweite Linie dann entsprechende Tools, um sicherzustellen, dass ich compliance-konform bin. Ja, selbst die Audit-Ebene arbeitet heutzutage nur noch mit Tools.
Und wenn ich das natürlich im Vorhinein durchgängig unterstützen kann, und zwar über eine Plattform, dann habe ich natürlich einen erheblichen Vorteil und habe auch einen sehr effizienten Weg, das Ganze zu betrachten und kann vor allem auch diese Trade-off-Entscheidung wesentlich besser natürlich durchführen. Das Gleiche gibt es natürlich im Sicherheitsmanagement, Zugangsberechtigung. Sehr technisch jetzt hier, deswegen gehe ich nicht so stark darauf ein, dass die Folien bekommen Sie ja mit und Sie können natürlich auch im Nachgang gerne sich melden. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich wichtig, wie ist überhaupt mein System konfiguriert? Bin ich jetzt für mein System, für meinen Bereich, ja, und da sind wir jetzt vielleicht sogar im Audit-Bereich, ist dieses System, entspricht es meinen Kennwortrichtlinien, entspricht es der Gültigkeitsdauer des Kennworts, sind also diese Parameter, die relevant sind für mich, richtig eingestellt? Ja, dürfen nur die Benutzer in die entsprechenden Systemaktivitäten durchführen? Dürfen diese auch Berechtigungen verwalten? Ja oder nein? Wer ist es? Also man hat, und das ist eben heutzutage, denke ich mal, der Vorteil, man hat zwar Systeme, mit denen man arbeitet, aber man muss auch sicherstellen, dass diese ganzen Systeme sauber sind, dass wir also hier keine Gefahr haben, die uns irgendwann mal Probleme bereitet, sei es finanzieller oder eben auch durch Datenabfluss aus den entsprechenden Systemen. Und da muss ich eben entsprechende Tools einsetzen, die mir diese Three Lines of Defense, die diese unterstützen. Um das zu testen wieder, quasi, um zu evaluieren, jawohl, komme ich über eine bestimmte Grenze, verletze ich bestimmte Regeln, um das ausfindig zu machen und dem entgegenzusteuern. Genau, also um da einfach vorab proaktiv informiert zu sein, denn was vielleicht noch nicht, was aber eigentlich klar ist, ist im Prinzip, dass das Ganze sehr dynamisch ist. Das heißt, der Gedanke, dass man das einmal macht, einmal sich einstellt, existiert ja so nicht, sondern wir brauchen sowas ja in der Regel, weil wir ein lebender Organismus sind, so ein Unternehmen. Das heißt, wir haben Veränderungen, wir haben Dazukäufe, wir haben Konsolidierungsjahre. Und in diesen Jahren und auch durch die Aktivitäten der Benutzer verändert sich also einiges. Und dadurch ist es einfach auch so, dass ich immer wieder mal eben diesen Blick drauf werfen muss. Das heißt, ich muss eigentlich ein permanentes Monitoring haben. Und zu guter Letzt, ohne auch da vielleicht zu tief hineinzugehen, wobei wir in der Zeit, glaube ich, ganz okay sind, ist es so, Berechtigung natürlich das letzte Element, wo ich dann auch wieder weiß, sind meine Prozesse richtig geschnitten? Sind meine Berechtigungen richtig verteilt an meine Benutzer? Elementar. Wenn ich Geschäftsprozesse habe, die letztendliche Kontrolle sind natürlich wieder die Berechtigungen, die es mir ermöglichen, sicherzustellen, dass meine Benutzer auch nur das in dem System tun können, was sie tun sollen nach ihrem Arbeitsprofil. Das heißt, wenn ich jemanden einstelle und der ist im Vertrieb aktiv, dann braucht er eben auch nur die Vertriebsaktivitäten. Und auch hier ist es genau das gleiche Problem. Dynamisch gesehen verändert sich hier so einiges. Personen steigen auf, steigen ab. Und das sind Informationen, die kann ich eben diesen Three Lines of Defense nur als Ausschnitt bereitstellen und bin dann relativ schnell einfach über die Kennzahlen in der Lage zu sehen, ob Probleme existieren. Wenn ich hier jetzt mal reinschaue, kurz Richtung, sage ich mal, Interpretation, ich sehe hier 232 Kundeneinzelungen, die keine Transaktionsnutzung hatten. Das heißt, da ist in diesem Unternehmen ja, jede Menge Einzelrollen angelegt, die möglicherweise sind die zugeordnet, gar nicht auch zugeordnet sind und die überhaupt keine Transaktionsnutzung hatten. Also da wurde nichts gemacht mit diesen Rollen. Genau. Und der Umkehrschluss ist halt einfach genau der wieder. Wir haben in der Regel eine Zuordnung. Also wir haben eine Zuordnung, die Benutzer haben, also Berechtigung. Und diese Berechtigung nutzen sie nicht, sie haben sie aber. Das heißt, wir haben eigentlich immer, und das ist gängig, da komme ich gleich nochmal drauf, in Unternehmen die Problematik, die Mitarbeiter haben zu viele Berechtigungen, und zwar im überhöhten Maße. Ist jetzt aus vielerlei Hinsicht dann auch gerade im SAP-System ein Problem. Das eine ist natürlich, es können Parallelprozesse existieren, es können Funktionen ausgeführt werden. Es muss nicht mal böswillig sein, sondern es kann einfach, probiere es halt mal aus, drück mal drauf und schon ist ein Datensatz gelöscht. Das ist eines der häufigsten Probleme in solchen Systemen. Das heißt, das kann ich eindämmen, indem ich einfach diese Berechtigung schon wegnehme. Und der letzte Punkt ist natürlich, die Frage ist, wie bezahle ich meine Lizenzen? Woran sind die abhängig? Sind sie von der Nutzung abhängig? Dann kann ich allein schon über die Berechtigung auch definieren,
und sicherstellen, dass ich nicht in der Nachvermessung, in der Nachkontrolle des Systemanbieters plötzlich wieder das Risiko habe, dass ich Kosten habe, ja, durch eine Nachbezahlung, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist ja die Grundidee. Die Grundidee der Informationsbereitstellung ist ja immer, jetzt für diese Three Lines of Defense auch sicherzustellen, dass relevante Informationen da sind, dass ich eben in die Risiken nicht reinrenne, die vielleicht irgendwie existieren, dass ich also versuche, hier möglichst viel einzudämmen. Und dann muss es eben so sein, Sie brauchen eben eine entsprechende Analyseplattform, um diese Three Lines of Defense sozusagen zu unterstützen, und zwar bis zur Geschäftsleitung hinauf. Das heißt, Sie müssen eigentlich ein Reporting ermöglichen, das zum einen in der Lage ist, in Abhängigkeit der Aufgaben, das heißt, die First Line of Defense braucht einen anderen Zuschnitt, weil ich vielleicht bloß für den Vertrieb verantwortlich bin, brauche ich bloß die Vertriebsinformation. Second Line of Defense, Compliance, Risikomanagement braucht zwar über alle Abteilungen, aber doch ein Risikobild oder ein Bild auf das Identity Management oder Lizenzmanagement, wenn wir das schon hatten, im Risikobereich. Und die letzte Linie braucht eigentlich mehr eine ganzheitliche Sicht, einen ganzheitlichen Blick auf das Ganze, auch zum Beispiel auf die Segregation of Duties über das Unternehmen hinweg, aber eben doch in sehr komprimierter Form, genauso wie es eben der Geschäftsleitung eher ein Management Summary, also eine komprimierte Form, relevant ist. Und ich habe es schon gesagt, das Ganze wird einfach relevant, wenn wir uns den aktuellen Status mal anschauen, den wir jetzt eben über die letzten Jahre mal an Daten gesammelt haben, das heißt sehr objektiv über eine automatisierte Auswertung der Unternehmen. Und da ist es relativ deutlich. Ja. Wir haben, wenn wir uns die ersten zwei Zeilen anschauen, also allein den Zugang der Benutzer, sehr, sehr viele Benutzer ohne Systemanmeldung, ohne Systemaktivitäten, da können wir sagen, okay, Risikopotenzial relativ gering. Ja. Da passiert nichts. Wenn jemand nicht aktiv ist, kann er nichts kaputt machen. Grundproblem hier ist dann natürlich wieder, wenn wir über die Lizenzen sprechen. Ja. Also da habe ich erhebliches Potenzial, wenn eben das Problem auftaucht, dass ich eine Nachlizenzierung zum Beispiel habe, dann könnte ich durch Verschieben auch hier relativ schnell aktiv werden. Im zweiten Bereich, dem Zugriffsbereich, das heißt den letzten drei Zeilen, wird relativ schnell offensichtlich. Da reden wir über Berechtigung, da reden wir darüber über Funktionen, das, was ich jetzt am Ende gesagt habe, wo man vielleicht sagt, naja, das sind vielleicht 200 Rollen zugeordnet oder nicht. Am Ende des Tages sind es mehrere tausend Transaktionen, Funktionen, die aufgerufen werden können, die nicht notwendig sind. Und da sprechen wir nicht mal über Funktionstrennungsproblematiken, sondern wir sprechen einfach darüber, das ist schnell zu bereinigen, das ist etwas, was man wegnehmen kann, und schon haben wir auch für diese Three Lines of Defense weniger Probleme, die existieren können, die einfach auftreten können, durch Unachtsamkeit oder aber auch durch dolose Handlungen. Das heißt einfach durch Handlungen, die mit Absicht geschehen. Ja? Und das ist nur ein Blick auf die Informationstechnologie jetzt eben im Sinne der ERP-Systeme. Das kann man natürlich beliebig ausweiten auf alle Systeme, die man sonst noch so im Einsatz hat, Zugangsberechtigungen, Hardware, Serverbereiche. Ja? Und wichtig ist jetzt nochmal, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir können diese Three Lines of Defense implementieren. Das ist ja auch die Grundidee, das ist auch was sehr, sehr stark weitergetragen wird, eben seit 2006, 2013, also in diesem Rahmen, das jetzt immer wieder weiter hochkommt. Es ist ein sehr schönes Modell, es ist, sagen wir mal, ein relativ, in Anführungszeichen, erstmal einfaches Modell, hat den Charme, durch diese Linien und durch ein gutes Zusammenspiel in der Lage zu sein, relativ gut Risiko oder von Risiko begegnen zu können. Und hat auch dann vor allem Charme, wenn ich sage, okay, wenn wir sehr integriertes Unternehmen sind, Informationstechnologie nutzen, dann kann ich auch diese Informationstechnologie wieder nutzen, um diese Linien zu unterstützen. So wie wir eben Weltmeister geworden sind. So. Vielen Dank, Marlon. Wir sind auch schon sozusagen bei der Fragerunde. Wenn du gerade noch mal eine Frage zurückgehen kannst, jetzt auch bei den zugeordneten, aber nicht eingesetzten Transaktionen, jetzt mal unabhängig von dem großen Thema Compliance, muss man ja auch über die Kosten reden.
nicht genutzte Transaktionen. Ich kenne jetzt irgendwie Zahlen von großen Unternehmensberatungen, die das auf einen halben bis Mann-Tag pro Jahr einschätzen, was das an Aufwand kostet, nicht eingesetzte Transaktionen im Unternehmen zu haben. Ja, die also bei irgendwelchen Wartungen mit abgegradet werden müssen, angeschaut werden müssen, dass da also auch noch hier ganz nebenbei ein entsprechendes Einsparungspotenzial mitschwingt. Eben, und dann sind wir wieder in diesem Trade-off, ne? Chance-Risiko. Wenn ich das sozusagen selber irgendwie wieder über die IT bezahlen muss, dann habe ich natürlich relativ schnell auch Potenzial, hier vielleicht in anderer Art und Weise diese finanziellen Mittel zu nutzen. Okay, ich darf Sie jetzt nochmal daran erinnern, stellen Sie Fragen. Ist noch, ja, jetzt kommt eine etwas größere Frage rein. Ich versuche die mal zusammenzufassen. Ja, es geht um die vier Lines of Defense, dass die vierte ja relativ klar von einem externen Unternehmensberater bzw. Wirtschaftsprüfer dargestellt wird. Und dann geht es darum, ob denn die interne, die dritte Linie, das interne Audit, ob das auch, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist, hängt wieder mit meinem Einwand vorhin von der Größe des Unternehmens zusammen, ob das dann auch, ja, sage ich mal, extern vergeben werden könnte. Also ich gehe mal davon aus, dass die vierte Linie quasi zumindest bei den großen Unternehmen im Sinne, es muss ein ordentliches Wirtschaftsprüfungsinstitut die Richtigkeit überprüfen, gesetzt ist, aber dass bei der dritten Linie auf Defense man auch ja, externen Input sich holen kann, sei es über Beratung oder möglicherweise auch über irgendwelche Tools, die einen unterstützen. Also ich sehe auch ganz klar die Trennung zwischen der ersten und der zweiten Linie der Verteidigung, die ich nicht zusammenfassen würde, aber die ich so als Paket mal nehme, weil die sind wirklich, die arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Die sind auch für sich jetzt nicht so alleinstehend, sondern da muss wirklich eine gute Zusammenarbeit sein und dann brauche ich eben eine unabhängige Instanz. Okay, also Trainer und Spieler oder Spieler und Trainer, genau. Die auch ohne Schiedsrichter spielen können. Genau, und dann habe ich eben den Schiedsrichter und natürlich große Unternehmen haben ihre Auditabteilung, die das sehr unabhängig und sehr global alles betrachten und dann eben entsprechend auch diese Prüfungen haben, und zwar primär eben diese ersten zwei Linien. Aber natürlich kann ich und sollte ich wahrscheinlich auch, wenn ich eben das nicht selber machen kann, auch mir den Input von außerhalb holen. Ja? Ich brauche natürlich auch intern gewisse Verantwortlichkeiten, die vielleicht dann auch hier die Kappe aufhaben, aber ich sollte schon von außen schauen, dass ich entsprechend Input bekomme und das vielleicht auch begleiten kann. Ja. Okay, ja, keine weiteren Fragen. Da ist möglicherweise oder hoffentlich alles soweit geklärt. Da bleibt auch noch von mir die Information nochmal, dass scheuen Sie sich nicht, uns auch zu kontaktieren. Im Anschluss, wenn du gerade nochmal weitergehst, finden Sie auch unsere E-Mail oder die Adresse von meinem Kollegen Marlon Füller, wie Sie uns entsprechend erreichen können, wenn Sie Nachfragen haben, etc. Die Session haben wir aufgezeichnet, werden Ihnen in Kürze den Link zur Aufzeichnung zukommen lassen, genauso wie wir sie mit den Folien, die insbesondere du, Marlon, gezeigt hast, zur Verfügung stellen. Ja, da bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören, machen Sie es gut.